Meine Damen und Herren, wir alle verstehen uns als eine Gesellschaft des Pluralismus, als eine Gesellschaft, die jeden ernst nimmt, die jeden akzeptiert. Und wir glauben, dass diese Political Correctness, dieser Gedanke, der dahinter steckt, in den letzten 20, 30 Jahren dazu führen wird, dass wir eben davon abkommen, einen wirklichen Pluralismus zu haben, dass wir davon abkommen, jegliche Meinung zuzulassen, dass wir davon abkommen, auch Meinungen zuzulassen, die uns selbst vielleicht einmal nicht gefallen. Was glauben wir auf Seiten der öffentlichen Regierung, was Political Correctness eigentlich ist? Nun ja, das ist meistens ein Zurückgreifen auf Stereotypen. Das kann sich in persönlichen Angriffen niederschlagen, das kann aber auch in allgemeinen gesellschaftlichen Äußerungen zum Tragen kommen. Wenn dann zum Beispiel gesagt wird, Homosexualität, das widerspricht der Kirche, das kann es nicht geben, das ist nicht Gott gewollt. Das kann jetzt auch auf der persönlichen Ebene sein, das kann sich gegen Frauen richten, das kann sich gegen viele Minderheiten richten. Und wir glauben natürlich, dass es nicht schön ist, wenn Leute so etwas sagen. Wir glauben aber trotzdem, dass eine moderne, pluralistische Gesellschaft das aushalten muss. Wir glauben, dass diese moderne Gesellschaft davon profitiert, wenn auch so etwas gesagt werden muss. Denn, und das werde ich gleich in meiner Rede anhand von drei Punkten zeigen, dass die Gesellschaft ansonsten Schaden nimmt. Zum ersten Punkt. Solche Meinungen werden nicht ernst genommen. Und zwar immer rein per se. Man sagt einfach, naja, wer so etwas sagt, dieser Mensch, der kann ja irgendwie komisch, der muss komisch sein, der kann ja gar nicht wirklich vernünftig sein. Es kann nur das richtig sein, was wir als gesellschaftliche Elite beispielsweise, eben diese ganzen Doktoranden hier im Raum, zu denen ich übrigens auch selbst zähle, nur die haben wirklich die Oberherrschaft darüber, was eigentlich so richtig und falsch ist. Und wenn andere Leute dann irgendwie etwas sagen, was diesen ganzen elitären Denken, das auch sich in Zeitungen niederschlägt beispielsweise, eben, dass das eben schlecht ist, wenn eben nur noch ein Teil der Gesellschaft, und mag ja vielleicht sogar wirklich mit Recht von sich behaupten, er ist die Elite, dass wir glauben, dass es schlecht ist, wenn die Gesellschaft dann gespalten wird, weil sie sagen, nur die einen haben die Deutungshoheit, was letzten Endes recht ist und was nicht. Bevor ich das weiter erkläre, deine Frage. Nur, dass wir wissen, worüber wir hier debattieren. Ist Political Correctness nur die Toleranz gegenüber dem anderen oder vielleicht auch Maßnahmen, die diese Korrektheit ein bisschen symbolisch veranschaulichen und unterstützen? Political Correctness verstehen wir darunter, dass dann eben immer relativiert wird, so kann man das Ganze ja nicht sagen, so darf man das Ganze nicht sagen. Die Meinung wird dann eben oft einfach nicht ernst genommen, man spricht nicht wirklich mit derjenigen Person, sondern man sagt dann einfach, naja, aber das kann man ja nicht sagen, das darf man ja nicht sagen. Man nimmt also gar nicht wahr, was eigentlich gesagt wird, was vielleicht der Hintergrund dessen ist, was vielleicht der Auslöser ist innerhalb dieser Person, die sie das Ganze sagen lässt. Und wir glauben, das ist ein elitäres und ein falsches Denken, gerade an der pluralistischen Gesellschaft ist, jegliche Meinung, die vielleicht Werten, die wir vertreten, widerspricht, einfach abzutun und zu sagen, das kann man einfach nicht sagen, dich nehmen wir nicht ernst. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben keine Auseinandersetzung mehr in der Gesellschaft. Ja, wir kommen einfach dazu, dass eben bestimmte gesellschaftliche Gruppen nicht mehr mitgenommen werden. Diese gesellschaftlichen Gruppen haben dann einfach das Gefühl, sie gehören nicht mehr dazu. Und es gibt auf sich auch niemand mehr die Mühe, sich zugehörig fühlen zu lassen. Niemand will sich mit ihnen auseinandersetzen, niemand will ihnen erklären, warum man vielleicht eine andere Meinung vertreten sollte. Niemand will ihnen erklären, dass man sie ernst nimmt. Niemand will ihnen erklären, dass auch sie Teil dieser Gesellschaft sind. Und auch wenn wir dann manchmal sagen, ja, deine Meinung ist zwar falsch und ja, ich halte das für sehr schwierig und problematisch, dass du das sagst, aber ich lebe in einer pluralistischen Gesellschaft und deswegen bin ich der Meinung, dass du das Recht dazu haben solltest, das zu sagen, das auch laut zu sagen und dass ich das auch ernst nehme. Und das ist es, was ich hier auch brauche. Und wir glauben, dass es schlecht ist für die Gesellschaft, wenn einzelne Gruppen, einzelne Personen, die eben vielleicht eher auf solche Stereotypen zurückgreifen, dass die ausgeschlossen werden. Und das ist in einer pluralistischen Gesellschaft aus unserer Sicht falsch. Wir glauben, das ist nicht der Weg, den wir beschreiten sollten heutzutage. Nein, danke. Zum dritten Punkt. Dazu nehme ich dann auch gerne eine Frage der schließenden Fraktion. Wir glauben, dass es schlecht ist, wenn dann eine Meinung einfach nicht mehr gesagt werden wird. Ja, das kann letzten Endes dazu führen, dass die Leute dann entweder in einem Raum sind, in dem sie niemals mehr das Ganze aussprechen werden und dass wir eben immer die Situation haben in der Gesellschaft, dass man sich immer mit Meinungen, die konträr sind zu diversen Werten, auseinandersetzen muss. Und wir glauben, wenn die Leute wirklich irgendwann das Gefühl haben, ja, man nimmt uns nicht mehr ernst und ja, wir sind ausgeschlossen, dass das Ganze eben letztlich gar nicht mehr gesagt wird. Und zwar nicht, weil die Leute es jetzt auf einmal eingesehen haben und das Ganze jetzt für richtig halten. Sie spüren es einfach irgendwo noch weiterhin für sich hin. Aber wir glauben, dass es schlecht ist, wenn das Ganze einfach
nicht mehr gesagt wird, weil wir eben auch immer die Elite unter Druck setzen müssen, sich zu hinterfragen, was die Gründe sind für die Political Correctness, wie das Ganze ablaufen soll, ob man eben nicht irgendwie die Leute stärker einbinden sollte und ob nicht vielleicht auch hier und da ein Fünkchen Wahrheit doch irgendwo mit drinsteckt. Denn das muss immer der Anspruch der Gesellschaft sein, sich selbst zu hinterfragen. Und indem man Meinungen, die einem nicht passen, die einem nicht gefallen, einfach abtut, ist eben genau das nicht mehr möglich. Jetzt die Schließende. Das passiert in der Realität aber ja nicht wirklich. Dort wird häufig erklärt, warum man Sachen nicht sagen darf und eben gesagt, wenn du diese Meinung äußern willst, dann äußere sie vielleicht auf eine andere Art und Weise, was ja selbst in Political Correctness noch möglich ist, inhaltlichen Diskurs nur eben auf eine Weise zu führen, der nicht andere ausgrenzt und angreift. Das ist eben genau die Frage. Ist das wirklich immer der Fall? Wird nicht jeder von uns einfach mal, und da stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, wenn irgendjemand sagt, naja, Homosexuelle, das ist doch irgendwie des Teufels oder so. Würden Sie diese Person immer auch ernst nehmen? Würden Sie immer sagen, ja, das ist nämlich der Anspruch, den wir in der pluralistischen Gesellschaft haben müssen. Wir sagen natürlich nicht, dass diese Person recht hat. Und ich selbst würde diese Meinung niemals unterstützen. Aber würden Sie jetzt genau hingehen und sagen, nein, ich erkläre Ihnen das jetzt mal, wie das eigentlich hier funktioniert. So was kann man ja nicht sagen. Und glauben Sie wirklich, dass Sie in diesem Moment diese Leute immer so ernst nehmen würden, wenn Sie eben dieses politisch korrekte Denken haben? Und ich glaube, wenn Sie da ehrlich mit sich selbst sind, nein, Sie werden oft eher das Gefühl haben, das kann man so nicht sagen. Das sind Sachen, die passen einfach nicht mehr in unsere Gesellschaft. Das ist ein ganz seltsamer Kerl, eine ganz seltsame Frau, wer auch immer. Das ist die passen einfach bei uns nicht mehr dazu, das will ich auch gar nicht denen erklären, ich will mich auch gar nicht mit denen auseinandersetzen, das ist irgendwie nicht mehr der Teil der Gesellschaft, der ich mich zugehörig fühle und das finden wir falsch, denn wir müssen versuchen, die Leute zu überzeugen, wir müssen auf solche Leute ernst nehmen, auf solche Leute auch zugehen und wir glauben, dass die Political Correctness eben dazu führt, dass wir am Ende eben zu sehr einzelne und auch Gruppen ausschließen aus der Gesellschaft, dass wir eben nicht mehr diesem pluralistischen Anspruch nachkommen, dass wir eben jeden ernst nehmen, egal wie seine Meinung letzten Endes aussieht und dass wir eben nicht erreichen wollen können, dass bestimmte Meinungen, und seien sie noch so abseitig, gar nicht mehr ausgesprochen werden können, denn wir wollen in dieser pluralistischen Gesellschaft jedem eine Heimstatt bieten und wir wollen auch immer die Möglichkeit haben, uns selbst zu hinterfragen, ob unsere Ansichten heute auch noch korrekt sind. Dafür brauchen wir Kritiken, die mag manchmal auch billig sein, die mag manchmal auch polemisch sein, aber wir glauben, dass es das wert ist, in dieser Gesellschaft sie anzuhören, die Leute mitzunehmen und die Leute dahin zu bringen, wo wir hinwollen, nämlich eine wirklich wahre pluralistische Gesellschaft, wo jeder mitreden kann.